Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntagslocals. Und am vergangenen Montag war ich mal wieder in Ollis Spielecenter und habe dort an den Locals teilgenommen. Und dieses Mal war wirklich nicht sehr viel los. Genauso wie letztes Mal, als wir genau dieses Deck gespielt haben. Es waren heute 7 Leute da. Wir sind am Ende 2-1 gegangen und haben am Ende mit diesem Deck den 2. Platz gemacht. Ja, ich kann schon wieder nicht fassen. Dieses Deck ist einfach nicht runterzukriegen. Wenn ich spiele, kann man noch so gute Decks abkriegen. Herz der Karten ist immer mit dabei und dann läuft es einfach. Und ja, Grimmelgeim Toolbox heute wieder am Start. Für alle Leute, die nicht genau wissen, worum es sich bei diesem Deck handelt, empfehle ich nochmal das letztjährige Sonntagslocals-Video sich anzuschauen. Das wird nochmal am Ende verlinkt sein und nochmal eine Beschreibung. Da könnt ihr nochmal nachschauen, worum es genau in dem Deck geht. Ich werde heute eher spärlicher über die Details darüber gehen und nur die neuen Editionen ein bisschen erläutern und halt auf meine Matchups gehen und meine Trades, Preise und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir steigen ein mit dem Deckprofil. Genau, wir haben wieder Grimmelgeim Toolbox gespielt, wieder 43 Karten Main dieses Mal. Ich glaube, letztes Mal waren es auch 43. Ich schwank da mal so zwischen 41 bis 44, je nachdem, wie ich gerade Bock habe. Und wir schauen uns erstmal das Main Deck an. Das hat sich ein wenig verändert, weil letztes Jahr, als wir es gespielt haben, hatte ich die Clown Engine mal ausprobiert, die ja die Tourguide Engine mal abgelöst hatte. Und dieses Mal wurde die Tourguide Engine ja abgelöst, beziehungsweise die Clown Engine, weil die halt mittlerweile gestorben ist. Und das Deck hat immer so immer mal hier die ein oder andere neue Engine drin, die sich von Jahr zu Jahr wechselt. Also, Standard-Kombos hier, dreimal Riesenkeim für unsere geilen Plays, für unsere Rank 2 und Level 5 Synchro-Plays. Die eine mystische Tomate, die uns das halt noch konstanter rausholt und entsprechend die Keime aus dem Deck holt. Dann dreimal Grimpe-Synchronisierer, der halt unsere ganzen Synchro-Plays mit den Riesenkeimen ermöglicht und Xyz-Plays und halt suchbar über Rota und ein Dark-Target für Love Darkness, daher ganz wichtig, auf 3. Kommen wir dann zu Cyberdrachen-ähnlichen Karten. Ja, da spielen wir einmal den Cyberdrachen als Stufe 5er, weil gute Karte. Wir haben auch noch den Cyber, Chimera-Tech im Extra-Deck, um mit gegnerischen Monstern zu fusionieren, falls wir gegen Maschinen-Decks spielen. Es gibt ja unter anderem ABC, gegen die man das ganz gut nutzen kann. Dann den Photonendrescher, weil er ein guter Vierer ist, den man spezial beschwören kann. Und dann den coole Synchros gegen kann, wie zum Beispiel ein Trishula, wenn er noch so ein Keimfriedhof ist. Und dann noch weitere Karten, nicht nur in Stufe 4er, sondern auch in Stufe 3er quasi Cyberdrache. Wir haben den Terrorkreisel, davon spielen wir gleich 3 Stück zusammen mit dem einen Taketomborg als kleine eigene Engine, weil den kann man specialen und den dann hinterher suchen, den auch specialen, hat manchmal normal verbraucht und kann halt für entweder, je nachdem welche Karten man in der Hand hat, halt für unterschiedlichste Synchro- und Xyz-Plays gehen, damit halt ein bisschen die Rank 3, Toolbox ein bisschen besser wird, habe ich mich diesmal dafür entschieden, die zu spielen und, weitere Cyberdrachen-ähnliche Monster zu haben. Falls ich auch mal Tributmaterial oder so brauche, kann ich das dann halt aufs Feld werfen. Das ist so halt relativ einfach möglich. Unter anderem für den Kaios kam heute sogar in Action. Leider wurde sein Target weggechained. Leider, sonst wäre das richtig nice gewesen. Sehr schöne Karte, einfach eine Karte auf dem Spielfeld banishen, macht sehr viel Spaß. Wenn es für Dark Monster ist, nochmal ein 1000er Schaden. Sehr, sehr gut. Dann den ein Ungeheuer König Barbaros. Ein guter Normal Summon, 1-9, wenn man halt irgendwie mit Vanity spielt oder gegen ein Deck, was Kill Drain spielt, ist ein guter Normal Summon. Und man kann auch mal den Effekt für 3 Sacks benutzen, was auch ziemlich ganz gut ist. Und wenn man das gegnerische Spielfeld zerstören. Dann einen Grand Mole, halt für die ganzen, weil wir halt diese ganzen Cyberdrachen-ähnlichen Monster haben, können wir exakt extra Dexes Place gehen oder halt mit denen einfach angreifen, dann zurückbouncen und dann mit dem anderen Monster Schaden reindrücken. Jennings verbündeter Vogelmensch wieder als Toolbox-Karte für Rank 3 oder Level 6 Synchro-Plays. Vor allem ganz cool mit Taketomborg und mit den Terrorkreisel kann man einen von beiden zurückbouncen und dann kriegt er auch noch die 1-9 Push und hat dann halt noch weitere coole Plays am Start. Dann der eine Wind-Up-Soldier für Level 4 Action. Ich habe die Rank 5 Engine komplett eingestellt diesmal. Ich habe keinen Rank 5 gespielt, daher als 5er war er nur sinnvoll dann für Synchro-Beschwörungen. Blackluster Soldier, weil wir halt einige Licht und Finsternis spielen und das halt ganz gut ist, wenn man den beschwören kann. Dann Handtraps, zweimal Effektverschleierin, um gegnerische Monster-Effekte aufzuhalten. Zweimal Max C, um halt den Gegner unter Druck zu bringen, wenn er loslegen möchte. Und einmal den Gods, den Gesandten der Finsternis. Letztes Mal noch auf 3 gespielt, ist auf 1 gecuttet. Ist eine gute Comeback-Karte, hat heute auch ein bisschen was gemacht. Aber ich habe mich jetzt auf 3 nicht so cool vorgestellt. Ich hatte ursprünglich geplant, ohne die Speedroids zu spielen und dann mit denen und 3 Allure of Darknesses und mit drei Gods, aber das hat mir dann auch nicht so gefallen, da bin ich zurück wieder auf die Speedroid-Engine gegangen. Ich glaube,
spelltechnisch ist relativ ähnlich geblieben. Topf der Gegenseitigkeit, letztes Jahr auch, glaube ich, zweimal gespielt. Zweimal Zwillingstwister, das ist quasi der Ersatz für den MST. Ich glaube, letztes Jahr haben wir noch den MST dreimal gespielt. Jetzt haben wir auf Zwillingstwister umgesiedelt. Zwei reichen, ermöglicht weitere Kombos. Man kann halt sinnlose Einser oder Zweier von Hand abwerfen, wenn die gerade in dem Matchup nicht gebraucht werden. Und dann wieder reviven mit anderen Karten, was ziemlich cool ist. Die Rota haben halt entsprechend Photon-Drescher, Wind-Up Soldier oder den Grimpe-Synchronisierer zu suchen. Der ein verbotene Kelch, sehr, sehr geile Karte, hat heute auch wieder richtig hart geklärt. Den Goldfish Normal Summon Edge Badge kriegst du nicht denn Totally Awesome hin. Sehr, sehr coole Karte, hat wieder richtig gut geklärt, so wie letztes Jahr auch gegen den Skullcobalt-Clown und so. Gedankenkontrolle, immer noch sehr coole Karte. Vor allem, wenn man den Gegner irgendwie dazu gekriegt hat, dass der Utopia vielleicht irgendwie gebuckt wurde oder so. Und indem man sich zurückklaut, kann man seinen eigenen Utopia rüberlegen über sein Utopia, was ziemlich geil ist. Also die S39 und halt andere Synchronix-Displays damit öffnen. Creature Swap, sehr geil, Non-Targeting, Change-Karte, sehr, sehr geil. Da komme ich nachher noch am Turnier, im Turnierpart dazu noch. Eine Love Darkness. Wir spielen einige Dark Monster und damit können wir die halt verwerten. Diesmal habe ich mich dafür entschieden, Instant Fusion zu spielen. Ich glaube, letztes Mal hatten wir die nicht gespielt. Ich dachte mir, mit Norden haben wir noch weitere quasi Gruppe-Synchronisierer ähnliche Action und sehr, sehr schöne Karte gewesen. Sehr, sehr gut für Killer-Combos. Dann das Buch des Mondes, diesmal nicht dem Raigeki präferiert, sondern beide einfach gespielt, weil Book halt cool ist und Raigeki halt okay ist. Und dafür habe ich beide gespielt. Genau, das soweit zu den Spells. Und dann kommen wir zu den Traps. Da habe ich wieder das volle One-Off-Line-Up quasi gespielt, was es so gibt. Zwangsevakuierungsgerät, sehr, sehr coole Karte gegen einige Matchups. Gegen andere Matchups ist sie ein bisschen schlechter, hat aber eigentlich einen ganz guten Job heute gemacht. Bodenlose Fallgrube, gute Removal-Karte, vor allem gegen Pendel, wenn man da so ein Must-Pendel-Summon einfach wegbanischen kann. Reißende Tribut heute extrem geil gewesen, weil die Karte so wenig gespielt wird. Viele Leute waren nicht overextenden, mega hart und dann einfach an richtigen Zeitpunkt CT flippen und dann haben die einfach alle ihre Ressourcen auf dem Feld und die sind alle weg. Dann eine Dimensionsbarriere, weil ich spiele halt gerne Traps dann in One-Offs, weil dann hat man mehr Überraschungseffekt. Eine Dimensionsbarriere im Main-Deck, um den Gegner halt aufzuhalten, falls er entsprechende Mechaniken spielt. Eine Lehre der Eitelkeit, sehr gute Karte, wenn man Beatstick auf dem Spielfeld hat. Oder ein gegnerisches Monster, weil wenn das umgerandet vom Gegner, geht es auf seinen Friedhof und behält die Lehre. Feierlicher Schlag und ernste Warnung dann zur Abrundung jeweils noch einmal als Extra-Traps, um den Gegner halt von seinen Plays aufzuhalten. Wenn man anfängt, quasi jetzt jede Karte einmal so One-Off-mäßig drin, einige davon auch tatsächlich auf 1 momentan auf der Banlist. Dann Extra Deck, einige Changes. Wir haben einmal Norden jetzt drin, hatten wir vorher nicht drin gehabt, als unsere Toolbox-Karte für Rank 4, Level 7, 9, also für alle möglichen Synchro-Plays. Chimera Tech wäre fast in Action gekommen. Ich habe gegen Spiral gespielt, die haben einige Maschinen, aber irgendwie den Cyberdrachen vorhin noch nicht mehr aufs Feld bekommen. Den Gachi Gachi für das Standard-Play mit den mit den Keimen, wurde am weggestrikt, dass ich ihn beschworen habe einmal. Einmal Phantomritter des zerbrochenen Schwerts habe ich jetzt über den Zen-Mains ausgetauscht, weil quasi ich habe früher Schrottdrache gespielt, heutzutage nicht mehr, weil es gibt bessere Achter. Aber ich habe dafür jetzt quasi einen kleinen Schrottdrachen als Rank 3, was auch ganz gut ist und halt mal beim Gegner auch ordentlich mal aufräumen kann. Abyssbewohner, sehr, sehr coole Karte, um halt gegnerische Friedhof-Effekte aufzuhalten und Kastell halt um Felskarten wegzumischen. Dann halt die Utopia-Kombo, um halt einfach einen Amadis zu haben, der einfach so umrennen kann, beziehungsweise halt sich auf 5000 pushen kann. Dann zu den Synchros, Junk Warrior habe ich diesmal nicht einmal die Kombo gemacht, weil ich kam nie dazu eigentlich, weil immer irgendwie wurde irgendwas zu meinem Grumpel-Synchronisieren angetan, weil einfach im Strike oder whatever dabei gerade war. Dann der richtige Amadis für halt den coolen Amadis-Effekt. Korallendrache habe ich jetzt über den Gojo-Wächter gezogen, weil halt deutlich besser, hat halt mehr Utility, ersetzt dich quasi, wenn er das Spielfeld verlässt, was sehr, sehr geil. Dann habe ich auch Glasvögel Synchrodrache über Black Rose präferiert, um halt diesen kleinen Protection-Effekt auch zu haben. Ist ein bisschen besser, ist ein bisschen stärker und halt Black Rose, manchmal hat man echt nicht gar nicht das Feld, das man sprengen will, dann hat man noch von 2-4er-Beatstick, hat man wenigstens 2-5er-Beatstick mit ein bisschen Protection. Psycho-Nerd Omega als Achter halt, um den Gegner zu nerven, falls man den richtigen Level drauf hat. Ein Trishula hat heute wieder gut gebanished, sehr, sehr schöne Karte, Non-Targeting-Removal. Und einmal Leo, Hüte des Heiligen Baums, einfach als Beatstick, der halt nicht getargetet werden kann, was sehr, sehr geil ist. Das ist ein Matchups, da kommen dann Gegner manchmal gar nicht drum rum. Soweit zum Extra-Deck. Dann kommen wir zum Side-Deck. Einfliegendes C gegen BA und irgendwelche Extra-Deck-Matchups habe ich jetzt nicht wirklich gebordert. Zweimal einen geflügelten Drachen des Ra habe ich gegen Totally Awesome Heroes gesidet, gegen die ich gespielt habe, leider nie gesehen. Zwei Gamaze-Heals ebenfalls für das Matchup und für ABC und andere Decks, die halt irgendwelche Boss-Monster raus und die auf die Eier gehen. Dann einen feierlichen Schlag, einen weiteren im Side-Deck, weil ich halt jede Karte One-Off spiele, habe ich mich dafür entschieden, einen feierlichen Schlag im Side zu spielen. Ich habe den dritten gar nicht erst überhaupt reingepackt, weil ich dachte, ich laufe mit Dimensionsbarriere besser. Im Endeffekt hätte ich doch lieber die Strikes gehabt als die Dimensionsbarrieren in einigen Matchups, weil ich hatte diesmal halt nicht so
viel wirklich Meta, sondern so halb Meta Rogue halt mit dabei. Daher lieber zwei Dimensionsbarrieren. Dann Drama Antimagischer Duft halt gegen Pendel-Matchups und halt gegen andere Decks, weil ich habe zwar auch viele Spells, aber ich will die mehr nerven. Ich habe viele Handtraps und ganz anderen Scheiß im Deck. Drama System Down halt gegen ABCs, Cliffords und so halt Machine Decks. Und dann halt der dritte Zwillingstwister gegen Backrow Decks, falls es halt mal benötigt wird. Genau, soweit zum Deck. Die Killer-Kombos habe ich euch schon letztes Jahr gezeigt. Dieses Jahr waren es nur kleine Anpassungen, die ich dazu gemacht habe. Halt die Taketumborg-Engine da, quasi die Speedroid-Engine reingebaut und ein bisschen geupdatet quasi die Karten, so ein paar MSTs und so weiter und so fort. Bevor ich jetzt zum Turnierbericht komme, will ich noch eine Sache ansprechen, die ich beim letzten Video vergessen habe. Als ich letztes Mal im Atlantis war, habe ich mein Gold-Gadget zurückbekommen. Der gute alte Tefnoid hat den tatsächlich gefunden und mir den wieder zurückgegeben nächste Woche. Also halt die Woche drauf, ich war ja mit den ABCs dort, hab ja gespielt und bin dann die Woche drauf mit 6 Samurai dahin gegangen und der hat den Gadget gefunden und mir wieder zurückgegeben. Sehr schön. Sehr ehrenhafte Leistung. Dankeschön dafür. Finde ich super. Dann habe ich wieder mein Gadget zurück und es ist toll, dass er halt nicht abhanden gekommen ist und dass da auch noch an mich gedacht wurde. Vielen, vielen Dank dafür und ich würde sagen, wir gehen kurz zu den Matchups. Wir hatten nur 3 Runden. Erste Runde ging es gegen Totally Awesome Heroes. Oh, Alter, Game 1 hatte mich echt richtig schnell ressourcentechnisch runtergebracht. Ich konnte so ein bisschen mithalten, ein bisschen nerven mit den Riesenkeimen und mysische Tomate, aber nicht wirklich sehr, sehr lange. Game 2 war richtig amazing. Das ging so viel hin und her. Ich konnte. Er hat auch irgendwann Totally Awesome beschworen und so. Und er hat dann irgendwann mal, glaube ich, ich hätte einen Gods gedroppt, der dann 3-1 hatte, noch bevor er Totally Awesome beschworen hatte, weil er zuerst für Damage gehen wollte mit Bahamut Shark und mit Abyss Dweller. Und da hatte ich dann 3-1er Token und da kam er nicht rüber. Und er wollte auch nicht, dass ich seine Monster anfange umzurennen mit dem Gods, über den er auch schlecht rüberkommt. Deswegen hat er den Book of Eclipse aktiviert und halt alle Monster auf dem Spielfeld verdeckt. Und ich habe dann halt einen TT gesetzt und er hat zuerst den Bahamut Shark aufgeflippt und dann habe ich einfach sein ganzes Feld weg TT. Das war irgendwie 5 Monster waren gefühlt, weil er nicht zuerst den Totally Awesome umgeworfen hat, weil er einfach nicht erwartet hat, dass ich dann noch einen TT einfach sette, weil TT erwartet halt keiner mehr heutzutage. Und von da an habe ich das Spiel ganz gut dominiert. Er hatte irgendwann alle Monster im Grave, quasi, ich glaube, alle Heroes hatte er im Grave. Wir haben dann irgendwie so Top-Decking-Situationen gehabt, dann jeder so Trap, Monster, Spell, Trap. Er dann irgendwann beschwört den Summoner Monk und ich sette den, flippt den irgendwann auf, nutzt seinen Effekt. Das Monster, das dann rauskommt, wird gebottomless. Das nächste wird dann gebuckt, wird dann umgerannt, geschossen. Es ging echt die ganze Zeit hin und her, richtig Hype. Und dann ging es kurz vorm Timeout halt nochmal in Runde Nummer 3. Und es ging eigentlich ganz gut los. Das Problem war, ich habe echt null Side-Deck gesehen. Ich habe echt diese ganzen Kaijus in den ganzen Ranch da reingeklickt, aber einfach nicht gezogen und irgendwann hat er mich dann halt ausgegrindet und mich dann, ich glaube im Timeout, ja, mehr oder weniger besiegt, weil ich hatte ein gutes Play, aber ich wusste, das war halt mit Kaius und den Speedroids. Ich habe die Speedroids gespecialt, ich habe dann eins zurückgebaut zu Birdman, sodass ich halt theoretisch für eine 6er-Synchro gehen kann und das wäre das bessere Play gewesen, aber ich habe stattdessen einen von den beiden gesackt für Kaius, habe seinen Shadow Miss getargetet und er hatte halt eine Mass-Change Face-Down, von der ich halt bisher noch nichts wusste und auch bisher hat auch keine wirkliche Andeutung gemacht, dass er sie hätte überhaupt und hat ihn damit dann halt quasi das Target weggenommen und ist in den Anki gegangen und dann konnte ich nichts machen. Besseres Play wäre dort gewesen, dass ich zusammen mit dem Taketumborg und dem Birdman in Coral Dragon gehe, damit das Material, was ich halt wieder zurückgebounced habe, als Synchromaterial, halt als Material zum Schießen für Coral Dragon benutzt, ihn targete, dass er dann halt das Monster beschwört, beziehungsweise halt dann die Mass Change unchain muss und dass ich dann den Coral Dragon gesackt hätte für Kaius, um dann tatsächlich den Anki einfach wegzubanischen oder den Dark Lord, je nachdem, was er gehabt hätte. Und dann entsprechend von dort an hätte ich das Game reißen können, aber ich wusste halt nicht, was er da hat. Es hätte genauso gut ein Strike sein können und dann wäre sowieso das Game gelaufen und so hatte ich wenigstens noch ein Monster an Bord, weil so eine 50-50-Variante und dann hat er halt die Mass Change gehabt. War halt nichts daran zu reißen. Game Nummer 2 war amazing. Ich hatte Freilust. Yay! Woo! Und habe deswegen ein bisschen rumspioniert, was noch so da war. Wir hatten ABC, wir hatten Cosmo, wir hatten Spirals, die Cosmo richtig wegrasiert, nee, nicht Cosmo, die ABC wegrasiert haben.
was hatten wir noch? Wir hatten noch irgendwie, was war das, Shiranui oder so? Also das waren alle möglichen Decks am Start und ich konnte halt ein bisschen Bilder machen, deswegen könnt ihr die euch auch gerade anschauen von den ganzen Decks. Und dann ging Game Nummer 3 gegen dieses Spiral-Deck, das halt auch gegen ABC gewonnen hatte und dann, oh, war das ein Game. Game 1 konnte ich ihn noch ganz gut kontrollieren, weil ich habe ihn immer so ein bisschen im Glauben gelassen, dass ich entsprechende Karten in der Hand hätte, weil er konnte andauernd oben mein Deck angucken mit der Drohne und dann entsprechend wieder hinlegen. Und das Problem war, er hat immer Karten dort gehabt, die wie Rageki oder Instant Fusion und die musste er immer wieder weiter runterlegen. Und irgendwann habe ich die halt gezogen und dann konnte ich ihn halt ein bisschen ausgrinden und ich habe halt so Karten gespielt wie Creature Swap und so. Ich habe dann, er hatte halt First Turn, er hatte Warning Set und hatte halt den Spiral Agent, glaube ich. Den habe ich ihm gecreature-swapped, weil ich hatte einen Taketum-Bock in der Hand und ich so, kacke, das ist ein Kack-Starter. Dann habe ich den genormelt und er hat sich gewundert, halt den Kopf gekratzt und so, hä? Was sollte der Taketum-Bock da alleine? Und hat ihn nicht gewarningt und dann habe ich halt creature-swap gemacht und habe ihm erstmal Beatdown gegeben mit seinem eigenen Agent. Und dann habe ich irgendwann die Vanities umgeflippt und er kam halt mit seinem eigenen Agent, nicht über meinen Agent, weil wenn er den Agent wegkillt, geht beide in sein Grave und meine Vanities bleibt. Und das hätte ihn halt selbst super hart abgefuckt und deswegen kam er die wirklich rein und irgendwann hatte ich dann die besseren Traps und konnte ihn dann halt erledigen, was das angeht. Dann Game 2 ging richtig, richtig lange. Wir waren dann kurz vom Timeout, ich glaube eine halbe Minute vom Timeout oder so sind fertig geworden. Da hat er mich dann irgendwann ausgegrindet und mich dann fertig gemacht. Dann haben wir noch super schnell einfach nochmal gemischt, zack, nochmal neue Runde angefangen, Timeout. Er hat richtig weggebrickt. Ich habe mehr oder weniger gebrickt. Ich habe, ich habe mit Gerümpel, er hat einfach nur mit zwei Set, glaube ich, angefangen. Die waren irgendwie eine Spell und einen Twin Twister oder so. Ich habe einfach ein Book gesettet und Giant Germ und er hat halt irgendwie einfach das Book geendet, die Twin Twister hat und ich so, okay. Und dann hat er auch wieder nichts gehabt und ich so, okay, er hat wenigstens halt zwei Züge. Ich hatte halt auch zwei Züge, ja, eigentlich auch genau zwei Züge, weil das ging ja bei mir dann los. Und ich kam nicht wirklich ins Game. Ich habe dann halt einfach irgendwann, glaube ich, er hat den Vanities auch präemptiv umgeflippt. Ich habe dann einfach nur mit dem Giant Germ und dem freaking Terratop einfach angegriffen, hab 2-2 gemacht und hab ich ihn nicht abgegeben und dann nicht so, komm schon, du kriegst nicht genug Damage rein. Er hat dann angefangen mit seinen Killer-Kombos. Ihr seht auch das Bild, womit er halt geendet hat im Feld. Und das Ding war, er hätte insgesamt halt, glaube ich, seinen Spiral Super Agent auf 2-9 gekriegt und damit hätte er nicht genug Damage reindrücken können. Es wäre maximal 1-7 gewesen, indem er den in den Terratop reinrennt oder halt 1-9, wenn er in den Giant Germ reinrennt, aber der hätte dann halt wieder 500 Damage ihm zurückgeworfen. Das heißt, er hätte kein Damage machen können und hat mit Timeout halt nicht die Möglichkeit gefunden, mich dann zu gamen. Und da hat sich das Risiko dann gelohnt, da einfach reinzugehen und dann mit den kleinen Mini-Monstern tatsächlich das Game zu reißen, was richtig amazing war, weil der Terratop war das stärkste Monster, was ich in der Hand hatte, was ich normalen konnte. Deswegen war das beste Play, was ich machen konnte. Ach stimmt, er hat ja auch noch irgendwie Minecraft gehabt. Er hat mir die mit der Rota gesuchten Gerümpel-Synchronisierer weggemeincrossed. Also das Game war einfach freaking awesome. So richtig Top-Decking, richtig, richtig oldschool. Und am Ende konnte ich dann halt 2-1 dagegen gewinnen und bin am Ende auch 2-1 in diesem ganzen Turnier gegangen. Ist jetzt natürlich fancy. Ich habe nur ein wirklich richtig Spiel gewonnen, aber das ging Totally Awesome Heroes. Das war wirklich super knapp. Wenn ich dieses eine Play anders gemacht hätte und die anderen Karten wissen müssen, die er hat, damit ich auch wirklich richtig mache. Das weiß man halt erst mal im Nachhinein. Dann hätte ich sogar eventuell noch besser abschneiden können, aber dass ich allein gegen Totally Awesome Heroes 1-2 so knapp nur verloren habe, oh, das war schon richtig nice und deswegen das Freilos dann dazwischen war. Okay, Freilos. Aber ich muss sagen, ich bin echt mit minus null Erwartungen wieder mit dem Deck da reingegangen und es hat mich wieder überrascht. Es lief einfach. Herz der Karten ist immer mit diesem Kackdeck dabei. Das macht so viel Spaß. Und die Leute haben echt keine Ahnung. Die haben nichts dagegen geboardet, weil die keine Ahnung haben, was ein Kackdeck macht. Ich glaube, der Hero-Spieler hat die Crows geboardet, damit ich nicht mit meinem Gerümpel synchronisiere, für irgendwelche Plays gehen kann, was super merkwürdig war. Und die sind dann nachher Twin Twistern zum Opfer gefallen. Also, genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal kurz über die Deals. Ich habe 1,50 trade-technisch gemacht, weil ich habe jetzt nicht so viel gemacht. Und getradet habe ich jetzt auch nicht sehr viel. Ich habe so ein kleines bisschen. Ich habe hier zwei Veilers und eine Soul Charge. Eine Gimmick mache ich nette Riesenfleischwolf und einen Dragolas, den blutsaugenden Drachen. Also diesmal nicht wirklich sehr viel durchgegangen, aber wir haben wieder ein paar Sets, die wir aufmachen können. Einmal Dynamo Pack Invasion Vengeance und dann Secrets of Eternity und nochmal Invasion Vengeance. Mal gucken, was da so für uns am Start ist. Ich bin gespannt. So, Invasion Vengeance, Quarantäne, hey, das ist ja eine Shotprint und hier oben richtig angedellt. Quarantäne, Cypherbit, Blumenkatian Ahorn mit Reh, Kraulien Schleim Junior, Rotäugiger Einblick als Rare und dann Synchro des Königs als Super Rare. Aroma, Seraphie, Engelwurz, Rauben, Raubpflanze, Alkanenpflanze und Mare Mare. Sehr cool. Dann Secrets of Eternity in Englisch. Erinnert irgendwie uns an unser Montags-Opening mit den Random Packs, wo wir auch schon Secrets of Eternity in Englisch haben, weil ich ein Display hier habe. Okay.
Machen wir halt nochmal. Satella Knight Capella, Illusion Balloons, Wall of Disruption, Raid Raptor Readiness, UA Playmaker als Rare, Blaze Accelerator Reload, Go Golem Golden Form, Pendulum Shift und Gigabyte. Das ist eine gute Kommen. Und dann kommen wir zum letzten Pack, Invasion Vengeance. Mal sehen, ob es uns vielleicht eine Ultra oder eine Secret bereithält. Der Gewinner hat aus diesem Set Mithridium gezogen, was ziemlich gut ist. Das war halt das Heldendeck, das hat am Ende auch gewonnen, 3-0. Paläozoischer, Marea, Blumenkatian, Ahorn mit Reh, Polychemiewesen, Hydragon, 9 Säulen von Yang Xing als Rare und Drehkraft, Abstimmgetriebe. Yay, als super Rare. Aroma, Seraphie, Engelwurz, Azellen, Reh, Kombinationsgerät, Küsserkuppel, Robbenaal und Doppelcypher. Ja, das war wieder mal Sonntagslocals mit Gerümpelkeim-Toolbox. Yay, es hat wieder... Keine Ahnung, wieder überrascht. Es ist halt, man geht einfach ohne Erwartung mit dem Deck immer hin und man wird einfach positiv überrascht. Ich hoffe, euch hat diese Folge Sonntagslocals wieder gefallen. Ich habe mehr gar nicht zu erzählen. Also, wenn ihr mehr über das Deck erfahren wollt, schaut euch die Locals-Folge nochmal vom letzten Jahr an. Da bin ich tiefer im Detail darüber gegangen, weil damals kein Schwein wusste, worum es geht. Jetzt sollen es ein bisschen mehr Leute wissen. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann einfach nächste Woche vielleicht beim nächsten Sonntagslocals-Video wieder. Das war's dann hier von mir. Bis dahin. Tschüssi.